Hallo, ihr Lieben, heute gibt es eine Premiere, und zwar habe ich heute unseren ersten Interviewgast in unserer Reihe, unsere Bablü-Praxis, und zum Thema Bachblüten. Wir stellen uns sozusagen vor. Und heute geht es um die Marlene aus Eisnerz. Ihr kriegt ein bisschen einen Einblick über ihren persönlichen Weg, über Bachblüten, über was, wie so eine Bachblütenberatung ausschaut, was ihre persönlichen Erfahrungen sind. Und vielleicht nehmt ihr auch das ein oder andere gleich für euch mit. Ich teile euch jetzt einmal den Bildschirm, also das heißt, die Bablü-Praxis, die findet ihr hier im Internet unter die Bachblütenpraxis und nicht Bachblüten. Jetzt, ich bin auch schon ein bisschen nervös, weil wir das heute zum ersten Mal machen, ne? In der Folge wird es dann sicher noch einfacher. Und unter Standorte findet ihr dann zum Beispiel in der Steiermark alle unsere Bachblütenberaterinnen, die für euch da sind, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, heute geht es um die Marlene. Die Marlene ist eben vor kurzem unserem Team beigetreten, und jetzt möchte ich schon gar nicht so viel darüber reden, über mich oder über unsere Praxis, sondern gleich einmal die Marlene sozusagen reinholen. Liebe Marlene, ich habe da gleich einmal meine erste Frage an dich. Wer bist du überhaupt? Ja, hallo, ich bin die Marlene, ich bin Mama von zwei Töchtern, bin aus Eisnerz, habe auch dort meine Bachblütenpraxis eröffnet, habe einen Hund, Pferde, Hühner, Katzen, also unsere kleine Farm. Und ja. Bist du schon immer Bachblüten? Wolltest du immer schon was mit Bachblüten machen, oder wie war so dein persönlicher Weg? Ja, mein persönlicher Weg, Bachblüten begleiten mich schon seit meiner Kindheit. Wir haben es immer wieder mal bekommen und dann wieder nicht. Auch wie wir dann ins Jugendalter kommen sind, gerade wenn irgendwelche Prüfungen oder was angestanden sind, hat unsere Mama uns die immer gern unterstützend mitgegeben. Dann ist es ein bisschen so abgeflacht und irgendwann ist dann so der Wunsch für mich selber gekommen, ah, Bachblüten, da ist ja was. Dann habe ich mich eingelesen und bin dann auf die Bachblütenakademie gekommen und habe mir gedacht, ich mache dort jetzt einmal die Grundausbildung, dass sie mich mehr damit befassen kann und vor allem, dass ich mir und meinen Mädels dann daheim unterstützen kann. Worum sind dir das erste Mal geholfen, was dir so noch in Erinnerung ist, so als schlagendes Erlebnis? Ein schlagendes Erlebnis war die Reiterpassprüfung, wo ich einfach nervös ohne Ende war und dann ich die Prüfungsmischung eingenommen habe und du dann einfach merkst, wie du ruhiger wirst und dir bewusst wirst, du kannst es eh alles, du brauchst es jetzt eigentlich gar nicht sein. Jetzt haben wir schon gehört, Prüfungsmischung meiner Erfahrung nach ist jene, die Bachblüten zum ersten Mal hören, wissen gar nicht so genau, was das ist. Die Prüfungsmischung, ich meine, setzt da bei mir im Hintergrundbild schon so ein Set mit so verschiedenen kleinen Fläschchen. Ist die Prüfungsmischung immer Standard, oder ist das irgendwas, was man fertig kaufen kann bei dir, oder wie würdest du Ja, das? Standard nicht. Eine Prüfungsmischung ist halt für jene, die bei denen was gerade ansteht, eine Prüfung, Matura, ein Auftritt, irgendwas. Wenn du einfach, oder wenn du vor wen reden willst und da sind dann einfach zwei vorwiegende Blüten drinnen und die, was dich dann unterstützen in deinem Selbstvertrauen und in deiner Nervosität, dir dann helfen, dass du dort einen besseren Auftritt hast und dass du vielleicht auch Sachen nicht vergisst in diesen Momenten dann. Viele, die an Prüfungen oder Prüfungsangst denken oder auch das Thema Blackout, vielleicht vor Prüfungen, kriegen dann immer von Bekannten, nimmt auch die Notfalltropfen. Ist jetzt diese Prüfungsmisch, diese Bachblüten, die du schon genannt Nein, hast? nein. Die Prüfungsmischung ist nicht gleichzusetzen mit den Notfallstropfen, weil die Notfallstropfen sind ja wirklich für einen akuten, schlimmes Notfall. Ereignis. Wenn du einen Unfall hast, wenn du irgendeinen Schock erlebt hast und auf die Prüfung kannst du dich ja gut vorbereiten, nur meistens mangelt es halt genau gerade bei einer Prüfung ein bisschen skeptisch oder kann ich das jetzt noch, habe ich genug gelernt? Und da gibt es eben ganz andere Blüten dann, die was du in dem Moment dann benötigst, als wie wenn du jetzt gerade akut einen Unfall gehabt hast oder eine schlimme Nachricht erfährst. Genau, ich sage immer, Notfallstropfen, Notfall oder Rescue-Mischung ist für die Dinge, die plötzlich kommen, die man nicht planen kann. Wie du eh schon gesagt hast, bei der Prüfung geht es
um Versagensangst, um Angst, nicht gut genug zu werden, um zu stottern oder auch so wie wir jetzt aufgeregt sind, wenn wir uns zeigen müssen. Ne? Alle diese Dinge, die aufs mangelnde Selbstvertrauen oder Lampenfieber, wenn man Referat halten möchte oder Präsentation oder so wie wir jetzt ein Interview halten. Und das zweite Thema ist jene, die vor der Prüfung ja gar keine Angst haben, sondern dann erst ein Blackout haben und denen dann plötzlich nichts mehr einfällt. Genau, also meine Lieben, die beste Prüfungsmischung gibt es in der Bachblütenpraxis, die schneiden die genauer auf euch zu. Ne? Manche sind dann vielleicht auch schon ein bisschen frustriert oder schon pessimistisch und da kann man die natürlich dann entsprechend dopen, ne? Kann man Das das so stimmt. sagen? Wirkt Wunder. Genau. Nur zur Aufklärung, meine lieben Bachblüten sind keine Heilmittel, keine Medikamente und ersetzen natürlich auch keine ärztliche Konsultierung und kein Lebens- und Sozialberater oder Psychotherapeuten. Da geht es wirklich um das, die Seele sozusagen in Balance zu bringen. Ja, liebe Marlene, es gibt ja Kräuter, es gibt ätherische Öle, es gibt so viel, auch bei uns in der Bablü Akademie, was man lernen kann, wo ihr Freund bin, weil ich weiß, dass auch du ein Freund bist. Warum Bachblüten? Ganz einfach, sie sind für jeden. Egal ob Mensch, Tier, Kind, Baby, ältere Menschen, sie helfen einfach jedem, der was ein Thema hat und sie sind so individuell einsetzbar wie jede Person selbst. Dann hört man immer, welche Bachblüte gibt es gegen Magenschmerzen zum Beispiel, ne? Oder wie funktioniert das eigentlich mit den Bachblüten? Nur ganz kurz gesagt, gibt es Naja, Bachblüten? Bachblüten therapieren ja nicht die Schmerzen. Dadurch einfach die Bachblüten auf einer ganz anderen Ebene wirken wie Schmerzen und Schmerzmittel. So wirken ja die Bachblüten auf deine seelischen Zustände, auf deine Gemütszustände. Wenn du grantig bist, wenn du traurig bist, wenn du große Angst hast, dann kannst du mit Bachblüten behilflich sein und deinem Gegenüber weiterhelfen. Wenn du jetzt kommst und du hast immer nur Morgenschmerzen, kann das schon zurückzuführen sein auf irgendein Thema, was du wo hast, das, was du in dich reinfrisst. Aber ich kann dir nie weiterhelfen, wenn du nur kommst und sagst, du hast Bauchweh. Das ist ja auch nicht unser Job, ne? Das ist ja die Behandlung von Krankheiten, immer obliegt Ärzten. Vielleicht für jene Zuschauer, die überhaupt noch nichts von Bachblüten gehört haben, wenn ihr das so im Hintergrund, diese Flascherl seht, die werden nicht nach körperlichen Indikationen ausgewählt, sondern nach seelisch. Ne? Du hast es schon genannt, es gibt da Bachblüten für die allgemeine Angst, für die Angst im Dunkeln, für die Angst um andere, ja? Für die Zukunftsangst, für die Versagensangst, für die Prüfungsangst. Das heißt, du gibst auch nicht eine Bachblüte, ne? Oder für die Traurigkeit, die grundlos kommt, oder für die Überforderung oder die Erschöpfung, das nicht Gedanken kreisen am Abend, wenn man nicht einschlafen kann und so weiter. Je nachdem, so werden diese Blüten dann ausgewählt. Genau, und das ist ja dann auch der Job einer Bachblütenberaterin, ne? Im Gespräch, auf das, was wir dann noch zurückkommen, im Gespräch herauszufinden, genau welche diese Gemütszustände bei jemandem vorherrschen und dann sozusagen diese Bachblütenmischung entsprechend zusammenstellen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen, habe ich ein bisschen ausgeholt. Deswegen schon meine nächste Frage. Bei uns in der Bachblütenakademie, in der Bablü-Akademie, haben wir ja hauptsächlich Teilnehmerinnen oder bei uns in den Ausbildungen sitzen hauptsächlich Teilnehmerinnen, die diese Ausbildung für sich machen, ne? Für sich, für die Familie, die das selber lernen wollen, weil das war ja auch ein Anliegen vom Dr. Bach. Vielleicht kommen wir ja heute noch auf den oder beim nächsten Interview dann, wer der war, das in den Haushalt zu bringen. Aber du hast ja dann die Entscheidung getroffen, eben dich damit selbstständig zu machen und auch unserem Team beizutreten. Wie kam es dazu? Ja, genau. Also, ich habe die Bachblüten-Ausbildung angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das einfach für mich, für meine Lieben, für meine Kinder machen. Einfach auch um diesen Grundgedanken vom Dr. Bach weiterzutragen. Jeder sollte sich in akuten Situationen schnell selbst weiterhelfen können. Und das, der Gedanke, der hat mir sehr gut gefallen und habe mir gedacht, ich mache das jetzt für mich und für meine Kinder und habe dann gleich gedacht, ja, wenn ich es mache, dann möchte ich gleich das ganze umfassende Wissen haben, weil es mir eben da schon so interessiert hat, habe dann die Diplomausbildung gewählt. Habe aber wirklich nie den Gedanken gehabt, ich mache mich damit selbstständig oder irgendwas. Einfach, ich möchte das für mich machen und ich möchte, dass mein ganzes Wissen abgedeckt wird. Also alles, was ich wissen möchte, dass es das abgedeckt wird. Bin dann runtergekommen zu der Grundausbildung und war sofort Feuer und Flamme. Also es war
Es hat dann daheim eigentlich sollte ein anderes Thema geben, weil das einfach, du lernst einerseits so viel über dich, aber auch über andere Gemütszustände. Du lernst dann auch vielleicht in gewissen Situationen, wen besser zum Einschätzen oder wie ich denn jetzt weiterhelfen kann. Und es wird man dann so oft prüfen daheim mit den Kindern, wenn die da gesessen sind oder gesponnen haben. Und du kannst du dann einfach in Situationen so einfach weiterhelfen, wenn es ihnen ein Glas hinstößt und sie trinken das dann mit der entsprechenden Blüte. Und bin dann eben daheim gesessen, habe die Diplomprüfung fertig gehabt und habe mir gedacht, ah, man kennt mit so einfachen Dingen so viel weiterhelfen. Ich möchte dort gern draus was machen, einfach weil es mir so eine Freude bereitet hat und dadurch eben von der Ausbildung bei der Babli schon so begeistert war, hat es für mich eben nur den Weg gegeben, dass ich eine Anfrage stelle, ob ich bitte in das Praxisblütenpraxisteam dazukommen darf. Und ja, heute sitze ich da. Wunderbar, es geht ja nicht nur um Dr. Bach, sondern wir stehen ja auch bei uns in der Schule über diese neuesten Erkenntnisse, wie die Gemütszustände noch miteinander zusammenhängen. Von Körper, Geist und Seele, Dietmar Kremer hat ja die Bachblütentherapie revolutioniert, kann man sagen, seit den 80er Ja. Jahren. Du hast ja da auch schon einige Aufbaukurse besucht. Das ist ja bei uns auch Weiterbildung ist ja ganz wichtig, ne, dass man immer am Laufenden bleibt. Gibt es da eine besondere Erkenntnis, die du Ja, zum Herrn Dietmar Kremer. Erstens, er ist, man muss ihn erlebt haben. Er ist wirklich, wenn man ihn sieht, es ist eigentlich unbeschreiblich. Du bist drinnen bei ihm im Ding, im Kurs und dann glaubst du schon, du weißt eh schon ziemlich viel oder teilweise denkt man sich, weißt doch eh schon alles. Und dann kommt er mit seiner Art und er steht da und er vermittelt einfach dann nochmal so viel Wissen, wo du einfach nur mehr staunen kannst und sagen, danke, dass es sowas gibt. Und auch, dass er dir so die Einblicke gewährt. Das ist einfach, ja, man muss es erlebt haben. genau, und bei uns in der Praxis ist eben genau wichtig, dass unsere Beraterinnen sehr gut ausgebildet sind. Ne? Du hast ja, wir haben ja auch Qualitätsansprüche, dass man unser Team darf. Du hast das eh schon angesprochen, ne? Du hast dich sozusagen beworben. Aber eben genau diese Herzlichkeit, diese Begeisterung und die Philosophie, für die wir stehen. Also, liebe Marlene, ich habe dir das eh schon mal persönlich gesagt, so du lebst genau das, was wir vermitteln wollen. Ja. Aber trotzdem, warum hast du dich dann bei dir in der Region selbstständig gemacht? Weil du könntest ja Ja, das ist eigentlich auch eine ganz gute Frage, warum? Ich bin eben draufgekommen, Bachblüten und Bachblütenberatung. Ich habe dann bei uns in der Umgebung geschaut, ja, wo kriege ich das jetzt eigentlich her oder wo kann ich mich hinwenden? Und bin dann schnell draufgekommen, Eisenherz, Trofeiach, Leoben. Ja, über Bachblüte gibt es nichts. Und irgendwie habe ich mir gedacht, irgendwie möchte ich gern ein Teil davon sein, dass auch bei uns in der Umgebung so eine tolle Beratung und dass das alles mit fachlichem Wissen und alles angeboten wird und habe mich dann dazu gerungen, nicht gerungen, dazu. du warst ungeduldig und euphorisch und konntest es nicht Euphorisch warten. und wollte eben dieses Loch, das was da bei uns gibt, mit meinem Wissen und mit meiner Füllen, mit meinem einer Begeisterung, mit meiner Freude an dem Ganzen. Wunderbar. Marlene, du hast auch einmal gesagt, ein besonderes Anliegen ist es dir auch, weil du bemerkt hast, dass so wenig überhaupt wissen, was sind Bachblüten, was können Bachblüten, was kann man damit bewirken, das wirklich in der Region dort bekannt zu machen, ja, dass sozusagen jeder weiß, was Bachblüten sind, was sie können, wobei sie auch unterstützen können und natürlich dann, wenn das jemand anspricht oder sagt, na, ich möchte gerne das auch erfahren, einfach zu dir zu kommen, ne? Beim ersten Schritt hast du auch gesagt, überhaupt einmal Aufklärungsarbeit zu leisten, weil so viele gar nicht wissen, was das ist. Ist das so richtig? Ja, genau. Also das ist ein riesengroßes Herzensthema von mir, dass einfach Leute wissen, es gibt da was, das was man schnell weiterhelfen kann, das was nicht jetzt da einfach, was sind Bachblüten, wie können die mir helfen, wo kann ich mich hinwenden, dass ich in akuten, aber in längerfristigen Themen mir geholfen wird. Und das ist eben genau das, wie vorher schon gesagt,
Man kann es schnell und einfach sie in ein Wasserglas tun, die Essenzen, oder man nimmt sie in einer chronischen Mischung über eine längere Zeit. Und wenn da jeder ein bisschen Wissen hat und jeder vielleicht nur weiß, da gibt es was, und ich bin jetzt da so seit 2, 3 Tagen so traurig oder ängstlich und ich kriege das nicht mehr weg, dann denke ich, ah ja, ich könnte ja mal anrufen und fragen, kann man dabei helfen? Und das ist mir einfach ein riesengroßes, wichtiges Thema, dass das abgedeckt ist und dass ich da vielleicht eine Ansprechperson werde, wenn wirklich wer ein Thema hat und sich da gerne weiterhelfen lassen würde. Das war ja mein Gründungsfunke, ne, mit Bablü damals vor 14 Jahren. Genau das, was du jetzt gesagt hast. Ne? Ich möchte, dass Bachblüten bekannter werden und einfach einen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Natürlich als Einzelperson kommt man da rasch an seine Grenzen. Ne? Aber eben genau mit so motivierten, begeisterten Bachblütenberaterinnen wie dir kommen wir diesem Ziel sozusagen Schritt für Schritt näher. Ja, und jetzt kommen wir genau zu dem Thema, wo warst du am meisten überrascht, wo dir die Bachblüten selbst geholfen haben oder auch anderen? Ja, selbst und vor allem auch die Kindern. Ich nenne euch jetzt ein kurzes Beispiel. Meine ältere Tochter, die geht in die Volksschule und die lässt sich relativ schnell entmutigen und sitzt dann vor ihrer Aufgabe, nein, sie kann das nicht, sie kann das nicht und sie kann das jetzt nicht machen und sie weiß ja gar nicht, wie das geht und sie weiß noch nicht, ob sie das gelernt hat. Und du stellst dann ein Glas Wasser hin, gibst dir die entsprechenden Blüten rein und innerhalb von ein paar Minuten, da kann man ja zuschauen, sitzt sie da und sie weiß wieder alles, sie kann alles und du hast dann einfach nicht mehr das Gefühl, du lässt sie damit alleine oder und hilfst in einer akuten Situation einfach so schnell. Und es ist auch bei der äußerlichen Anwendung, weil die lieben Bachblüten kann man ja nicht nur also innerlich einnehmen, sondern auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Verbrennung hat. Wer kennt es nicht? Ich backe was und komme im Backrohr an und habe dann ein Ding. Dann kann man sich wunderbare Umschläge machen und dann erstens nimmt den Schmerz binnen Sekunden, wenn der Umschlag raufkommt und es kommt dann nicht einmal eine Brandblase. Also das sind wirklich erstaunliche Sachen, die was ich ausgetestet habe für mich selbst und einfach wunderbar sind, die was, wie gesagt, und wenn da jeder ein bisschen weiß, wie kann ich mir in so einer Situation helfen, wäre das ein Wahnsinn. Das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, wie mein Bruder, ne? Eher ein männlicher Techniker, ne? Wir wollen jetzt so keine Vorurteile schüren, aber dem Ganzen sehr skeptisch eingestellt war. Ne? Der hat natürlich von mir auch Notfalltropfen, Notfallcreme für den Haushalt geschenkt bekommen, seit sie Kinder haben. Ne? Der hat das dann tatsächlich, eben wie er sie einmal verbrennt hat, drauf geschmiert und war komplett perplex, wie das funktioniert. Und dann hat er gleich angerufen, du, das funktioniert wirklich und er würde jetzt mehr wissen, hat dann einen Haufen Gratis-Webinare besucht. Meine Mama kennt sich jetzt auch ganz wunderbar aus, weil die sind eben auch in der Obersteiermark. Jetzt werde ich ihm gleich den Tipp geben, wenn es was Komplexeres gibt, soll er zu dir kommen, ne? Sind drauf feier. Das ist es. Wichtig ist nur noch einmal zu betonen, mein Lieben, wenn ihr Verbrennungen habt, ist natürlich der erste Weg nicht in die Bachblütenpraxis, ja, sondern eben dieses Know-how, von dem die Marlene gerade gesprochen hat, sind Erste-Hilfe-Mittelchen für zu Hause. Und danach bitte er spätestens bei einer gröberen Verbrennung unbedingt zum Arzt. Also das muss man, Das diese stimmt. Grenzen sind ja auch auf unserer Webseite. Wie gesagt, wir sind euphorisch, es gibt diese Wunder, aber das muss man einfach auch dazu, sozusagen aus rechtlichen Gründen auch dazu sagen. Gell, dass man nicht zu hohe, also überzeugt sich am besten selbst. Liebe Marlene, dein ganz besonderes Herzensthema haben wir jetzt vorher schon angesprochen. Es ist wirklich einmal Menschen in deiner Region auch zu informieren, was deinen Möglichkeiten, was kann man mit Bachblüten, wo kann ich sie einsetzen für mich selber zur Selbsthilfe, aber auch dann natürlich, wenn es ein komplexeres Anliegen gibt, dass man bei dir eine Bachblütenberatung, einen Termin vereinbaren kann. Wie funktioniert das? Wie kommt man zu einem Termin? Wie läuft der Termin überhaupt ab? Was erwartet einen da? Ja, also erstens entweder du meldest dich bei mir gerne über das Kontaktformular oder wenn du schon irgendwo meine Telefonnummer oder im E-Mail oder WhatsApp. Wir finden dann gemeinsam den passenden Termin für dich und mich und dann kommst du zu mir in die Praxis
Und dann wird es eigentlich alles ganz gemütlich ablaufen. Du sitzt dir her, du erzählst mir deine Anliegen, was dich gerade beschäftigt, was dich aber schon länger beschäftigt. Und anhand dessen finden wir dann genau aus, welche Bachblüten du benötigst, welche du brauchst. Und so wird dann deine individuelle Mischung zusammengestellt. Wie nehme ich die dann ein? Wie oft muss ich kommen? Das Erstgespräch dauert in etwa 1 Stunde bis 1,5, sagt man. Da werden dann auch wahrscheinlich ein paar Fragen gestellt, einfach um gerade bei der Erstbesprechung wirklich alle deine Gemütszustände herauszufinden und auch keine zu vergessen. Und dann kommst du innerhalb von 4 bis 5 Wochen wieder und du nimmst die Bachblüten dann 4 mal am Tag zu 4 Tropfen. Höchstens, du hast vielleicht gerade am Anfang, wenn die Mischung dir sehr gut passt, hast du dann wahrscheinlich auch das Verlangen danach, dass du sie öfters nimmst. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Und dann kann es ja da sein, dass das Fläschchen vielleicht schon vor 4 Wochen leer ist. Aber wie gesagt, wir werden dann wahrscheinlich telefonieren zwischendrin. Wie geht's dir? Was hat sich verändert? Wenn Fragen zwischendurch auftreten, sind wir jederzeit in Kontakt. Und ja, wird oder so läuft es ab. Genau. Wir haben ein relativ strukturiertes Bachblütengespräch. Wir haben da auch einige Methoden, ne, wie wir auch vielleicht unbewusste Themen, die dir gar nicht oder die jemandem gar nicht bewusst sind, wie wir das herausfinden, was da noch blockierend sein könnte. Ne? Man kann sagen, unsere Beratung ist wirklich ganzheitlich. Es gibt auch einige Goodies, ja, oder Geschenke, ne, die es bei uns in der, das du weißt eh, unser Gemütstagebuch oder auch andere Dinge oder auch unsere paar Blümchen-Ausmalbilder, falls du mit den Kleinen kommst und so weiter und so fort. Ja, aber man kann sozusagen sagen, der erste Termin dauert ein bisschen länger, ne? Je nachdem, mit welchem Anliegen man kommt und die Folgetermine, je nachdem, wie schnell halt oder wie lang etwas schon da ist oder wie schnell es dauert, das ist, oder wie schnell was wirkt, das ist relativ individuell unterschiedlich, aber normalerweise genügt auf jeden Fall ein Termin pro Monat. Meiner Erfahrung nach, also nur für euch zur Info, je nachdem, um welche Anliegen das gibt, braucht man so zwischen 3 und 5 Sitzungen bei nicht, ja, wenn man nicht so, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben, Marlene, fällt dir das Wort ein, was ich sagen will? Ja. Wenn man nicht ganz so chronische Themen hat. Man sagt in der Regel, solange wie ein Gemütszustand besteht, so viele Jahre, so viele Monate wird es dauern, dass man diesen gut abbauen kann und wieder in den normalen Level zu bringen. Genau, also so viele Jahre, wie es gebraucht hat, zu kommen, so viele Monate braucht es, um zu gehen, ist so eine Regel aus der Naturheilkunde. Also das heißt, wenn man jetzt schon seit 10 Jahren bestimmte Dinge hat, dann dauert es halt einfach ein bisschen länger. Es gibt auch diese Wunder, wo es ganz zackig schnell geht, weil oft viele Dinge verdeckt sind, die miteinander zusammenhängen. Aber ich würde sagen, diesbezüglich wendet dich am besten direkt an die Marlene. Und noch zur Info, wie gesagt, du bist für hauptsächlich aktuell für Menschen, ja, also das heißt für Erwachsene, für Babys, Kinder, Schwangere. Aber aktuell auch in der Ausbildung zur Bachblütenberaterin für Tiere für uns und ab Sommer bist du dann auch offiziell ja, ausgebildet, so ziemlich die ganzen Tiere zu betreuen. Ihr findet dazu auch Infos auf unserer Website. Aber was mir die Marlene schon verraten hat, sie freut sich auch, wenn ihr jetzt mit euren tierischen Anliegen zu ihr kommt, ja, dass sie Erfahrungen sammelt sozusagen als Übungsklienten. Liebe Marlene, da vielleicht kurz gesagt, was sind so denn die häufigen Dinge, wenn jetzt irgendein Tierbesitzer sich angesprochen fühlt und sagt, mein Kätzchen oder mein Hund oder mein Pferd, wann Die geht das zu ihr? häufigsten sind vielleicht, wenn sie es dir wirklich akut vor irgendwas fürchtet, also die Angst, die was, oder Ängste, die was die Tiere meistens leiden. Oder auch, wenn wir jetzt den Hund hernehmen, dass er sich in gewissen Situationen vielleicht aggressiv verhält. Ja. Sagen wir einfach das gesamte Gemütsspektrum, was es bei Menschen gibt, kann es auch bei Tieren geben Genau. und entsprechend wird es dann zusammengestellt. Wunderbar. Danke, liebe Marlene. So, ich zeige euch jetzt noch einmal ein paar Dinge, wo ihr über die Marlene genauere Informationen bekommt. Upsala. Eben auf unserer Bachblütenpraxis-Seite könnt ihr eben ein bisschen schauen, bei welchen Themen sind Bachblüten vielleicht ganz hilfreich, dann findet ihr da unsere Karte, wo überall ihr eine Bachblütenpraxis in der Nähe findet. Und hier, wie gesagt, immer sieht schon die geografische, meine Stärke ist jetzt nicht die Geografie, ich glaube, das ist die Marlene. Ja.
was du alles anbietest, eben auch, du hast auch die Meisterkräuterausbildung, also das ist auch ganzheitliche Informationen zu den Kräutern, decken das ab. So schaut es circa aus, wenn du im Einsatz bist. Und hier findet ihr den ganzen Kontakt von der Marlene und ihr könnt ihr eben eine E-Mail schicken oder sie direkt anrufen. Marlene, gibt es noch etwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Ja, ihr könnt jetzt nur mal, also ich möchte jetzt nur mal sagen, wenn es euch angesprochen fühlt, gerne bei mir melden. Ich bin mit einem offenen Ohr für euch da und würde mich freuen, wenn ich euch höre oder sehe. Wunderbar. Ja, danke auch, dass du heute zu Gast warst. Wie gesagt, wenn ihr mehr über Bachblüten wissen wollt, seid ihr bei Bablü ganz richtig, ob in der Ausbildung in der Bablü Akademie oder wenn ihr einfach selber euch vorab einmal überzeugen wollt von dem Ganzen, stehen unsere Bachblütenberaterinnen wie auch die Marlene für euch mit Rat und Tat zur Seite. Ein kleiner Tipp, ja, noch. So, jetzt muss ich nochmal auf die Homepage gehen für euch. Wir verschenken einen kostenlosen Bachblütenführer. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne auch ein bisschen reinschmökern oder mit der Marlene dann schon fachsimpeln oder mich auf das Bachblütenberatungsgespräch besonders gut vorbereiten, dann könnt ihr euch hier da über uns einen gratis Bachblütenführer bestellen. Da könnt ihr schon ein bisschen reinschmökern, was es denn alles an Blüten gäbe und die Marlene wird es dann für euch evaluieren, ob das wirklich so stimmig ist, wie man das Ganze zusammenstellt, was man als erstes braucht. Und so weiter. Ihr könnt auch gern mit Freunden kommen. Ja, also auch hier haben wir ein paar Infos auf unserer Webseite. So, jetzt lange Rede, langes Gespräch. Liebe Marlene, vielen herzlichen Dank. Und meine Lieben, bis zum nächsten Mal, ja, wenn wir die Bianca bei uns zu Gast haben, die aus ihrer Praxis ein bisschen erzählt. Dankeschön. Dankeschön.